Guten Tag, liebe Zoolympia-Freunde. Hier ist wieder Ihre Rita Raupe und sagt willkommen zum Start des 10.000 Meter Hürdenlaufs für Schafe. Sie sehen, die Athleten trainieren. Nein, sie nehmen einen kleinen Imbiss. Ja, Nerven muss man haben. Da kommt aber schon der Hilfsschiedsrichter und jagt sie an den Start. Unruhe ist jetzt im Publikum. Aufregung, wann es endlich losgeht. Jetzt geht es los. Jawohl, es geht eben nicht los. Niemand will den Anfang machen. Aber der Hilfsschiedsrichter hilft noch mal nach. Jawohl, nun schießt der Schotte Shetland auf die Bahn und sofort folgen ihm alle anderen Athleten. Ja, wie eben Schafe so sind. Die erste Hürde nimmt Shetland aus Schottland, gefolgt von Schafsberger aus Amerika und Wolfried aus Deutschland. Danach gleich Hamelowski aus Polen. Dann kommen die Startnummern 324, 325, 326. Bitte zählen Sie mit. 328, 327 war vor 328. Ja, lauter Schäfchen. Ja, die 178. Runde in unveränderter Position. Schafsberger, Shetland, Wolf. Es hat geläutet, die 1254. Runde. Die Glocke kündigt das Ende dieses langen Laufes an. Sieger ist Shetland aus Schottland. Er hat unter dem begeisterten Applaus des hellwachen Publikums diesen 10.000 Meter Lauf gewonnen. Silber geht an Schafsberger, nein, an Hamelowski, nein, doch an Wolf. Wer soll da noch mitzählen? Leben Sie wohl, liebe Schafe, liebe Freunde des Sports. Auf Wiedersehen, ruft Rita Raupe.